zusammen. Ab und zu höre ich von anderen Müttern die Frage, wie machst du das? Wie schaffst du das, innerhalb von 10 Minuten dein Make-up zu machen? Und wie ich das mache, dieses Geheimnis, das möchte ich heute ja lüften und mit euch teilen. Also zuerst nehme ich einen großen Pinsel und trage damit schnell mein Make-up auf. Ich mache jetzt hier gerade den Alltagslook, also etwas, was ich im Alltag schnell machen kann. Und Concealer ist ganz wichtig. Wenn ihr Concealer verwendet im Augenbereich, ist es total wichtig, dass ihr den gut fixiert, sonst schmiert ihr euch gleich im Anschluss den kompletten Lidschatten weg. Also immer gut abpudern. Zum Konturieren nehme ich einfach einen ganz einfachen Bronzing-Puder. Und gehe damit die Konturen meiner Wangenknochen nach. Und auch am Haaransatz. Also an der Stirn. Als nächstes mache ich immer den Blush. Also ich mache zuerst immer mein Gesicht fertig mit Konturieren und Rouge und allem und fange dann an, meine Augen zu schminken. Ich weiß nicht, warum das so ist. Manche machen das auch genau andersrum. Aber ich kann mir das dann besser im Ganzen vorstellen irgendwie. Mein Rouge gebe ich immer auf den höchsten Punkt meiner Wangen. Also wenn man so lächelt, dann auf die Wangen und dann ausstreichen. Dann nehme ich meinen Lidschatten und fange mit dem allerhellsten Ton an. Und der kommt bei mir immer in den Augeninnenwinkel. Und auch unter die Augenbrauen, also aus dem Brauenbogen. Das lässt die Augen nämlich größer erscheinen und wacher. Jetzt nehme ich die nächste Farbe und gebe den auf das restliche bewegliche Lid. Nehme ich so einen Pencil Brush und nehme eine dunklere Farbe und schattiere damit mein Auge. Das heißt, ich gehe die Konturen meines Auges nach, der Lidfalte. Und male die nach, damit das so einen leichten Schatten gibt. Also es soll ein bisschen meine Lidschatten... Es soll ein bisschen meine Lidfalte herausarbeiten und betonen. Und mit einem fluffigen Blenderpinsel blende ich dann nochmal die Farben zusammen, also das helle und das etwas dunklere, damit wir keine harten Kanten haben. Als nächstes mache ich immer meinen Eyeliner. Das kommt halt auf meine Stimmung an. Manchmal nehme ich schwarz, manchmal nehme ich braun. Heute zeige ich euch einmal den Effekt mit einem braunen Kajal. Ich gehe damit ganz dicht an meinen Wimpernkranz. Das lässt die Wimpern voller aussehen. Und dasselbe mache ich auch unten, also an dem unteren Wimpernkranz. Anschließend gebe ich auf das innere Augenlid einen weißen Kajal, der nimmt so ein bisschen die Rötungen von meinem übernächtigten Auge und lässt das Auge nochmal frischer aussehen.
Und dann fehlt nur noch die Wimperndusche. So, fehlen noch die Augenbrauen. Für mich ist kein Augen-Make-up wirklich perfekt, wenn die Augenbrauen vergessen werden. So, als letztes fehlt natürlich nur noch der Lippenstift. Und weil ich natürlich keine Zeit habe, mir den alle 10 Minuten nachzuziehen, bevorzuge ich einen Lippenstift, der wirklich ein bisschen was aushält. Ich habe mich jetzt für einen etwas knalligeren Ton entschieden. Das geht aber auch, weil ich mich mit dem Augen-Make-up sehr, sehr zurückgehalten habe. Wenn euch dieser Lippenstift, was ich verstehen kann, echt zu knallig ist für den Alltag. Und das ist auch schon mein fertiger Alltagslook. Das sind wirklich die Schritte, die ich immer und immer und immer wieder mache. Und ich schwöre euch, wenn ihr das übt, was heißt übt, macht diesen Look, schminkt diesen Look vielleicht dreimal und ihr schafft es auch innerhalb von 10 Minuten, ja, ganz frisch auszusehen. Ihr könnt den kompletten Look gewinnen. Ihr könnt alle Produkte, die ich heute benutzt habe in dem Video, das sind nämlich alles Produkte von nur einer Marke, und wenn ihr die Marke erkannt habt vielleicht, dann schaut mal hier in die Infobox in den Link. Ich habe euch im Verlauf des Videos schon ein paar Hinweise gegeben auf die Marke, und solltet ihr die verpasst haben, schaut das Video einfach nochmal, geht auf den Link, schreibt den Markennamen hinein und dann könnt ihr mit etwas Glück ein wirklich riesengroßes Make-up-Set gewinnen. Dann braucht ihr nie wieder was kaufen. Wirklich wahnsinnig viel. Ich wünsche euch ganz viel Glück, habt einen wunderbaren Tag. Ich wünsche mir vor allem, dass euch der Look gefällt. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder, meine Lieben. Bis bald.